In der Heute-Show, das wissen Sie, gibt es auch immer Platz für das Positive. Die Deutsche Bischofskonferenz hat diese Woche beschlossen, in Führungspositionen, Achtung, mehr Frauen einzusetzen. Ja, natürlich. Natürlich nur in Führungspositionen, die nicht die Weihe voraussetzen. Ich meine, so weit kommt es noch. Frauen. Unsere neue Kollegin Caroline Kebekus bewirbt sich trotzdem auf ihren Traumberuf. Die Rolle der Frau in der katholischen Kirche soll gestärkt werden. Finde ich super. Ich habe gehört, es ist auch gerade eine Stelle frei geworden. Und auf die bewerbe ich mich jetzt als Päpstin. Die Sache Jesu braucht Begeisterte. Sein Geist sucht sie auch unter uns. Ja. Ist es nicht Zeit für eine Päpstin jetzt? Zeit für eine Päpstin? Ja. Sind Sie hier die Gegendemo zur Bischofskonferenz? Genau. Ja, das interessiert mich leider nicht. Also. Interessiert Sie gar nicht? Ich bin ja Islam und so, Muslime und so. Ja. Wir haben andere Sorgen. Also. Ich habe überlegt, dass ich jetzt Päpstin werden könnte. Fänden Sie das gut? Ja, warum nicht? Also, aber Jesus war ein Vegetarier. Wenn einer predigen kann, dann sind das wir. Ja, ja. Oh, manchmal wunderbar, dass die Männer fortlaufen, nicht? Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das ist Bischofskonferenz. Ich versuche beim Kardinal Meißner mich zu bewerben. Ja. Meinen Sie, das wird was? Versuchen Sie es einfach. Die Sache Jesu braucht Begeisterte. Man sagt immer, Frauen in geweihten Ämtern, das geht nicht, weil beim Abendmahl waren ja auch nur Aposteln dabei. Ja, aber wer hat das Abendmahl gekocht? Hallo? Wer hat nachher gespült? Jesus oder was? Der Meißner und ich, wir sind so, wir sind beide kölsch-katholisch. Dann ist so eine gemäßigte Form. Wir lassen die Messe weg, wir gehen direkt zum Frühshop. Ja, was wollen die? Können wir ganz kurz mit Ihnen sprechen? Ja, es kommt drauf, worüber Sie mit mir sprechen wollen. Über den Kongress, also geht's ja nur. Ja, mich interessiert natürlich auch die Frage, die morgen diskutiert wird, die Rolle der Frau in Führungspositionen aber in der darüber Kirche. Darüber rede ich jetzt noch gar nicht. Genau. Ich bin... Aber kann ich Ihnen vielleicht eine Bewerbung mitgeben? Ich würde mich gerne bewerben als Päpstin. Vielleicht können Sie das ja an den Vatikan weiterleiten. Da haben Sie nicht die Figur dazu. Da habe ich nicht die Figur dazu. Ich glaube, das würde mir super stehen. Ja, wir sind rausgeflogen, Olli. Ich glaube, damit ist meine Bewerbung abgewiesen. Eine offizielle Erklärung von Kardinal Meißner ist, ich habe nicht die Figur dazu. Ich habe es eigentlich schon immer gewusst, ich bin zu fett, um Papst zu sein. Gut, dafür fülle ich einen Dirndl aus. Damit zurück zu dir, Olli. Caroline Kebekus muss die Bewerbung mit der Post schicken. Indem der Kardinal Meißner meinte Format oder Statur und nicht Figur.